an. Wen haben wir denn da? Wo warst du denn bloß? Ich habe dich überall gesucht. Du hast ein Päckchen. Sieht ziemlich teuer aus. Oh, ist das hübsch. Öffne es. Das Paket wurde gestern gesendet. Wir suchen eine Beschreibung des Absenders. Hier, sieh dir das an. Da wohnt Karl Steinbeck, der Nachtwächter. Wir haben ein Team vor Ort. Er wird vermisst. Warum hatte er dieses Symbol auf seinem Arm? Es hing früher über dem Eingang. Es stammt vom Apollon-Tempel in Delphi in Griechenland. Ihr Motto war, kenne dich selbst. Dein Vater fand es, passt doch zu uns. Nachdem er starb, wurde das Schild entfernt, aber Karls Tattoo blieb. War es seine? Die Haut? Es steht nicht fest. Aber das Tattoo ist gleich. Dann ist da noch das hier. Warum die Puppe? Sie war ein Geschenk von Lucien. Er gab es mir, bevor mein Vater starb. Erica hat ja immer so viel Zeit verbracht. Es gab keine anderen Kinder. Ich habe ihr oft Spielzeug und Süßigkeiten zugesteckt. So auch diese Puppe. Wir müssen zurück in deine Wohnung. Du musst dich für mich umsehen und herausfinden, ob sonst noch etwas fehlt. Pack dort ein, was du benötigst. Ganz egal was. Du wirst wohl noch eine Weile bleiben. Alles in Ordnung? Ich frage die Nachbarn, ob sie was gesehen haben. Thank you.
Warte da. Mach die Tür zu. Polizei, öffnen Sie die Tür oder ich öffne sie mit Gewalt. Ich werde jetzt die Tür eintreten. Steh auf. Wir sollten gehen. Karl Steinbeck ist tot. In das Nachtschränkchen. Such nach komischen Dingen, die hier fehl am Platz wirken. Wie ist das hilfreich? Wir forschen nach. Nachforschen ist hilfreich. Du könntest da drin sein. Oder ich. Ich sehe sie, wenn ich schlafe. Pinke Blumen fallen vom Himmel. Alles wird gut. Hey!
ist Hannah? Sie ist weg. Hannah ist weg. Wir sehen uns nur ein paar Beweise aus der Wohnung. Die meisten davon sind im Labor, aber ein paar Sachen solltest du dir ansehen. Kein Grund zur Sorge. Der Chief Inspector wollte, dass wir das hier machen. Warum hier statt im Delphi House? Ich hab's versucht, aber Dr. Ballard hat darauf bestanden. Nach dem, was heute mit Hannah passiert ist, wundere ich das nicht. Kommen Sie rein. Das Wasser kocht. Chief Inspector? Was denkst du? Sind wir nah dran? Ist dir das? Ja, das ist sie. Okay, gut. Was ist damit? Das war in ihrer Wohnung. Ihr Name ist Mia Green. Sie war Patientin im Delphi-Haus. Sie hatte engen Kontakt zu deiner Mutter. Sie wollte sie andauernd schützen. Manchmal auf aggressive Art. Was hatte sie denn? Sie war schwierig, manchmal gewalttätig. Ihre Kindheit war höchst unangenehm. Aber die Freundschaft zu deiner Mutter half ihr. Erica. In der Nacht, als deine Mutter starb, brach Mia Green in die Arzneikammer ein. Sie starb an einer Überdosis. Nein, sie hat es vorgetäuscht. Vielleicht. Gericht eine Exhumierung beantragt, aber bis dahin versuchen wir, den letzten Anruf nachzuverfolgen. Brauchen Sie Hilfe? Nein, das geht schon. Blake, würden Sie... Bei Corker? Ja, hier ist Sergeant Blake. Unverzüglich. Ich muss gehen. Jemand brach ins Delphi-Haus ein. Ich komme mit Ihnen. Du nicht. Es ist nicht sicher. Ich komme mit. Nein, Erica. Er hat recht. Du kannst dort nicht helfen. Erica, alles okay? Du blutest. Gehen Sie. Ich kümmere mich um Sie. Das Badezimmer ist dort. Den Gang runter. Das wird wieder. Thank you.
Hallo, Erica. Hast du mich vermisst? Das war Mord. Er hat es verdient. Sie haben es verdient. Der Chief Inspector Steinbeck, Joe Haar. Sie stecken alle unter einer Decke. Ich werde dir nichts tun. Halten Sie sich wehtun. Ich will dich beschützen. Sie haben mein Leben zerstört. Dein Vater machte mich zum Monster. Er nahm deine Mutter und sperrte sie weg. Er verkaufte sie und seine Seele an den Teufel. Unter dem Delphi-Haus ist eine andere Welt. Geheime Wege und Türen führen dorthin. Ich gab dir das Medaillon, den Schlüssel zu allem. Aber du hast es weggegeben. Aber es gibt noch eins. Genau vor deiner Nase. Die Schlösser sind in den Wänden. Finde eins und sieh es mit eigenen Augen. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Draußen im Wald gibt es eine alte Farm. Komm allein. Zwischen hier und dem Delphi-Haus. Ich warte dort auf dich. Ich hätte bleiben sollen. Hier war niemand. Eine der Frauen hat versucht, in die Apotheke einzubrechen. Welche Frau? Toby Newman. Sie hat eine Vorgeschichte. Das war also absehbar. Ist schon gut. Alles okay? Kann ich dir irgendwie helfen? Mir geht's gut. Versuch etwas zu schlafen. Hier bist du sicher, versprochen. Wird schon wieder. Hat sie irgendwas gesagt? Irgendwas, das uns helfen könnte, sie zu finden? Erica. Nein. Gar nichts. Ich bin unten für alle Fälle. Das ist alles, was wir ihnen geben können. Es muss etwas geben, das sie tun können. Der Rest muss vertraulich behandelt werden. Das kann ernste Probleme für meine Arbeit bedeuten. Das ist mein Lebenswerk, verstehen Sie das? Ja. Was genau ist Ihre Arbeit hier, Ballard?
Das geht Sie nichts an. Momentan geht mich hier wohl gar nichts an. Erledigen Sie einfach Ihre Arbeit, indem Sie sich um Erika kümmern. Und zwar vernünftig. Haben Sie das verstanden?